ist Verbrechensmeldung. Alles klar, bin unterwegs. Und damit, Freunde, willkommen zur dritten Folge unseres Spider-Man 2 Let's Plays. Ich freue mich so sehr, weiterzuspielen. Wir befinden uns hier gerade als Miles noch in der versandigen Stadt. Das war kein richtiges Wort. Aber ja, wir müssen ein Verbrechen jetzt aufklären. Die Stadt ist immer noch voller Sand. Wegen Sandman. Und guckt euch das an, diese Netzflügel sind so cool. Damit kann man so coole Hintergrund-Gameplays aufnehmen. Wir gleiten mal direkt. Wow. Okay, wir gleiten direkt mal zu dem Verbrechen. Sehr viele Verbrecher hier. Wir müssen verschwinden, bevor er hier ist. Aber er ist schon hier. Hey, Hilfe gefällig? Können wir uns unsichtbar machen, ist die Frage. R1 schnell antippen, um Netzschießer abzufeuern. Okay. Ganz oft. Schlüssel weg? Da vorne gibt's einen Schlüsseldienst. Okay, Freunde. Für einen Transporter? Ist doch übertrieben. Unsichtbarkeit funktioniert. Mit der oberen Pfeiltaste. Okay, das waren noch nicht alle. Die waren einfach zu besiegen. Finisher auf ihn. Bro, du denkst nicht wirklich, du kannst Spider-Man 1 gegen 1? Komm, Bro. Führe ein perfektes Ausweichmanöver aus, wenn dein Spinnensinn rot wird. Um auszuweichen und automatisch ein Netz auf deinen Angreifer zu schießen, ja? Das war auch im vorherigen, also im Miles Morales Spiel so. Aber das hat man ja später bekommen. Hier hat man einige Fähigkeiten schon am Anfang, da es ja einiges Neues auch gibt. Wenn man perfekt ausweicht, dann schießt man automatisch auf ihn ein Netz. Schauen wir mal, Freunde. Guck mal. Okay, ja, ging gerade nicht. Aber ist schon ein paar Mal passiert. Ich habe ihn schon angegriffen, leider. Aber da kommt der nächste, oder? Gibt es hier noch welche hier? Bro, er hat keine Schusswaffe. Jetzt aber. Okay, das hat nicht funktioniert. Er hat gegen die Wand geschossen. Gloria in Downtown bei Fies. Oh, hast du schon mit Person wieder getroffen? Nein. Worüber haben wir geredet? Spider-Man bringt dich nicht ins College. Wird gemacht, war versprochen. Muss los. Ich kann mich gerade nicht so gut daran erinnern. Zeit für die schweren Geschütze. Geschütze? Wann Miles seiner Mutter verraten, dass er Spider-Man ist? Ich weiß gerade gar nicht genau. Ich glaube, das war ein Miles Morales-Spiel, aber ich kann mich gerade nicht mehr so gut daran erinnern. Oh, yo, da kommt ein Koloss. Großer Typ. Ja, großer Typ. Pariere erst kurz vor einem Nahkampftreffer, um deinen Gegner ins Wanken zu bringen. Eine frühe Parade ist weniger effektiv, ja? Parade, meinen die ausweichen? Ah, parieren. Parieren gab's noch nicht. Das ist ja cool. Gerade könnte ich in Physik abstrakte Gleichungen für hypothetische Situationen lernen. L1 parieren. Wie cool. Einige neue Sachen hier. Das ist sehr, sehr cool. Ich habe ein Geschenk für dich, Spike. Was für ein Geschenk hast du für uns? Bro, ah, das. Oha. Warte mal, wir wollen nochmal parieren. Pariert. Ey, wie cool ist das? Ich frage mich, ob das nur Miles kann. Oder auch Peter. Oh, nein, nein, nein. Ich muss mich heilen. Verdammt. Warte mal, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Wir gehen erstmal auf den mit Schusswaffe. Freunde, das ist gefährlich. Richtig gefährlich. Der eine hat auch noch eine Schusswaffe. Auf ihn, auf ihn. Komm schon, er darf uns nicht treffen. Ich wurde besiegt, ist das mein Ernst? Freunde, oh nein, ich wollte nie besiegt werden. Es ist passiert, es ist passiert. Ist nicht mein Ernst. Es ist einfach passiert. Oh nein, oh nein. Ich wollte hier nicht besiegt werden. Nicht jetzt, in der dritten Folge. Oh, das ist so schade. Das vergessen wir, okay? Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert, Freunde. Okay? Ich hätte ihn einfach parieren müssen. Oh. Jetzt packt er mich. Der Typ ist auch schnell. Der kam so... Der kam auch so schnell hinterher. Oh, Mann. Nein, 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 wir müssen den schnell besiegen. Komm. Ah, ich habe ja auch meine Geräte. Oder? Wie benutze ich die nochmal? Hm? Ach, egal. Guck mal, der Typ ist schon besiegt. Ein paar Mal parieren, er ist schon besiegt. Hoffe lieber, dass ich hier nicht rauskomme. Und ich habe so lange gebraucht. Nein, egal, Freunde, egal.
Der Arme ist schon eingespinnt und ich finische ihn. Das waren alle. Okay, hab die App aktualisiert. Check das mal. Okay, wir müssen die App öffnen. Oh, coole Sache. Es gibt eine neue Anfrage. Okay, eine neue Anfrage. Im Hochhaus gefangen. Drücken wir drauf. R2 und X gedrückt halten, um dann einen aufgeladenen Sprung, okay? Das wird vielen Leuten helfen. Danke. Meins, erledigen wir diese Anfragen und dann ab in die Schule. So, Freunde, es gibt immer so eine App von Miles' Freund hier, Genki. Er hat so eine App entwickelt. Da können die Menschen, die Bürger und so weiter immer irgendwie Spider-Man kontaktieren. Wenn da eine Mission für ihn ist, wenn die Hilfe brauchen und so weiter, da kann man direkt solche kleinen Nebenmissionen machen oder Menschen helfen. Rette uns! Wow, 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 es brennt. Irgendein Kristall brach durch die Wand und hat eine Gasleitung getroffen. Ein Kristall? Ich sehe ihn ja. Kristall, okay. Warte mal. Dann müssen wir runter. Ah, so ein Sandman-Kristall. Was hat es damit auf sich? Wow, wow, wow. Was? Obwohl Sandman hinter Gittern ist? Gibt es die immer noch? Hast du nicht genug, Marco? Der Typ ist doch schon... um die Gegner zu reißen, okay. Miles, MJ hier. Wollte mich mal melden. Ich kämpfe gerade wieder gegen Sandman. Oh. Ist der entkommen? Nein, ich bin beim Rap. Er sitzt vor mir. Aber ich habe so eine Ahnung. Moment, lass mich mit seinen Ärzten reden. Er sitzt gerade vor ihr. Was? Da steckt irgendwas dahinter. Wow, 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 das sieht nicht gut aus. Die haben uns schon wieder. Okay, jetzt bin ich echt sauer. Venom-Schmetter haben wir jetzt. Eld, 1 und Kreis. Das war cool. Und? Die sind alle besiegt, oder? Gibt es bei dir so eine Art Sandkristall? Oh Mann, war klar. Okay. Die Ärzte meinten, Markus Geist sei zersprungen. Also, buchstäblich. Ist ja irre. Und warum attackieren mich diese Sandtypen? Das sind wohl Teile seines Unterbewusstseins, die den Kristall beschützen wollen. Teile seines Unterbewusstseins, okay. Aber die Ärzte sagen... wenn du alle Teile wieder beschaffst, könntest du ihn wieder ganz machen. Nicht einfach, wenn man aus Sand gebaut ist. Ach so, könnte er dann vielleicht wieder bei Sinnen kommen und gut werden? Diese Kristalle. Okay, er wird uns bestimmt noch... ordentlich geschockt. Lange besuchen, der Kollege. Der Sandman. Das war der Letzte fürs Erste? Nein, noch nicht. Okay, Marco. Was hat dein Unterbewusstsein beschützt? Müssen wir das mitnehmen, ist die Frage. Was ist das? Kristall, okay, zerbrechen. Eben war ich noch bei dir. Und dann warst du weg. Ein sprechender Kristall. Okay. Da kam wirklich seine Stimme raus. Scheint ein Teil von Markus' Erinnerung zu sein. Interessant. MJ meinte, diese Kristalle sind in der Stadt verstreut. Ich sollte Ausschau halten. Okay. Hey, kümmerst du dich um die letzte Anfrage? Ein VIP sitzt in einer Limo fest. Ein VIP, okay. Ein Typ steckt in einer verunglückten Limousine fest. Keine Ahnung, wo der Fahrer ist. Hilf, okay. Bin dran. Das ist cool, Mann. Okay. Kümmern wir uns weiter darum als Miles. Genki, ist Mr. Sumida noch da? Ja, er ist gerade bei Haley. Mr. Sumida? Sie hält ihn für dich hin. Super! Ich hoffe, er sagt mir, wie ich meinen Aufsatz schreiben soll. Ah, okay. Den hast du noch nicht fertig? Also, da ich schon die Zusage der ESU habe, könnte ich dir helfen. Nein! Du machst schon mehr als genug. Oh Mann, Miles muss noch einen Aufsatz schreiben. Wenn du jetzt springst, kann ich mir das dann ewig anhören. Ja, wohl wahr. Sein Kumpel hat schon eine Zusage, er hat nicht mal angefangen mit dem Aufsatz. Aber er hat auch noch zu tun. So, die Limousine. Da sind Gegner. Hey, bleib weg von der Limo. Das ist die Spinne. Auf ihn. Okay. Dreieck gedrückt halten für Luftreißer. Ich habe eine Idee. Nein, leider nicht genug Venom. Okay. Schwungtritt. Damit können wir Leute runterwerfen. Oft können wir sie von Gebäuden runterwerfen. Paparazzi mit Waffen. Wie mies ihr seid. Warum könnt ihr die Leute nicht in Ruhe lassen? Aber warte mal. Gegen Deckung, Leute!
Oh Mann, ich raff grad nicht, wie ich meine Waffen da benutzen kann. Unten rechts mit R1, R1. Ach, egal. Werde ich schon herausfinden. Wir besiegen erstmal kurz die Kollegen. Hier nicht, dass die mich besiegen. Bro, er nimmt mich gerade auseinander. In die Luft geworfen. Komm her. Immer noch nicht besiegt. Der steht immer noch. Hallo? Komm. Ein Venom-Schlag für ihn. Geh zurück. Uns? Bro, als Schutzschild benutzt. Bro, komm. Der kriegt einen Finisher. Yo, Breakdance. Sehen wir uns mal den VIP in der Limo an. Oh Mann, als wäre da was Besseres, der VIP, okay? Geht's ihm noch gut? Da hinten scheint er zu sein, oder? Bro, der liegt da. Oh, oh, Krankenhaus. J. Jonah Jameson. Was? Ja. Was soll Spider-Man sagen? J. Jonas Jameson. Der Typ ausgerechnet, er. In Ordnung, Mr. Jameson. Bringen wir sie ins Krankenhaus. Falls ihr es nicht wisst, das ist so ein... Spider-Man. Du solltest dir diesen VIP unbedingt mal ansehen. Wie nennt man das? Ich bin gespannt. Dreh noch einen Hydranten zu, dann komme ich. Er ist so ein... Mr. Jameson, hier ist Spider-Man. Sind Sie wach? Okay, warte mal, lass mich mal reden. Von links. Hey, Spider-Man. Guck mal, wer da ist. Was? Oh, nicht. Spider-Man! Jonah! Kurz gesagt, er hasst Spider-Man, der Typ. Hilfe! Ich wurde entführt! Das war so klar, dass er das sagt. Nein, ich helfe Ihnen, Mann! Mach ein Foto davon! Maskierte Kriminelle entführen beliebten Zeitungschef! Nicht sein Ernst. Es ändert sich nie. Seien Sie bitte nett zu den Ersten. Yo, 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 der Typ ist von so einer Nachrichten... Firma und so Daily... Jube. Sie haben mich entführt. Gegen und meinen Willen. Der hasst Spider-Man. Bedrohungen. Ich bin umzingelt von Bedrohungen. Aber J. Jonah Jameson geht nirgendwo hin. Habt ihr kapiert? Ich gehe nirgendwo hin. Halt, was soll das? Wo bringt ihr mich hin? Er geht doch irgendwo hin. Ins Krankenhaus. Und nicht nur für seine Verletzung. Mr. Parker, wo sind Sie? Direktorin Evans. Hallo. Ja, ich bin es, Peter Parker. Tut mir leid, es war ein Notfall. Ich bin gleich da, versprochen. Ich sehe Sie besser in 10 Sekunden, sonst... Oh nein, schlecht. Die Verbindung. Halt. Ob das klappt? Hast du wirklich getan? Oh Mann, er tut's, als wäre die Verbindung weg, der Arme. Als Lehrer auf einmal fehlen? Oh Mann. Wo ist Mr. Somida? Oh, er ist gerade weg. Er sagte was von Urlaubsreise. Aber vorher hat er noch eins meiner Gemälde gekauft. Er glaubt, ich werde eines Tages berühmt. Das ist unglaublich, Haley. Und während du weg warst, habe ich erfahren, ich kriege das Rand-Stipendium. Okay, gute Neuigkeiten. Bro, das ist wie ein Vollstipendium. Oh. Ein großer Tag für alle. Hab echt was verpasst. Oh Mann, ich kann das nicht sehen. Oh nein, Peter. Wird er gefeiert? Ich kann auch nicht wegschauen. Hm. Direktorin Evans. Ja, dass Sie sich hier blicken lassen. Ich weiß, es sieht nicht gut aus. Nicht gut? Es tut mir so leid. Sieht mir jetzt nicht gut aus. Ich weiß. Das ist absolut lächerlich. Ich wollte das wirklich nicht und es wird nie wieder vorkommen. Ich habe genug davon. Nein, ich... Keine Ausreden oh, mehr. Oh nein. Ihr Job ist es, die Schüler zu beschützen. Nicht sie im Stich zu lassen. Sie sind gefeuert. Er hat die Menschen im Stich gelassen, genau, ja. Wenn sie nur wüsste. Alter. Du bist Spider-Man? Muss schwer sein, einen Job zu behalten. Aber ich wette, das kriegst du schon hin. Aber als Lehrer ist auch schwierig. Da gibt es immer so viele Kinder, die dann sehen, wenn man auf einmal abhaut. Weil er muss ja immer plötzlich verschwinden, wenn etwas passiert. Oh Mann, der arme Peter. Er wollte doch nur Lehrer werden an Miles Schule. Und jetzt sind wir wieder Peter. Der kann einem so leid tun. Hey, tut mir leid wegen des Jobs.
Wir hatten auch schlechtere Lehrer. Weiterhin. Schreibe ich das in meinen Lebenslauf? Hör zu, beim New York Bulletin gibt es einen Fotowettbewerb. Ich habe gestern eins eingeschickt. Es ist nicht viel Geld, aber besser als nichts. Das ist Robbie Robertsons Zeitung. Wir waren früher beide beim Bugle. Ich glaube, ich weiß, was ihm gefällt. Danke, Miles. Kein Problem. Vielleicht schicke ich noch welche, wenn ich Zeit habe. Wird er vielleicht Spider-Man-Bilder einsenden? Zeig mir nicht die Stadt. Zeig mir New York. Wer weiß, vielleicht wird er wie in... wie Tobey Maguire beim Daily Bugle dann arbeiten. Okay. Stadtaktivitäten-Scan. Da hinten gibt's etwas. Vielleicht gibt's auch irgendwas in der Nähe. Beim Spider-Man-Spiel ist oft so, man hat zwar sein Hauptziel, aber hin und wieder gibt es auch andere Ziele hier. Andere Dinge, die man hier anschauen kann. So Verbrechen oder Dinge, die man sammeln kann. Wartet mal, Freunde, ich schau mal ganz kurz in den Einstellungen. Hier, ob man hier irgendwas ändern kann. Wartet mal. Nein, nein, nein. Egal, egal. Weiter geht's, Freunde. Sorry, wollte nur kurz was nachschauen. Okay, der arme Pete hat einen Job verloren. Freunde, beim ersten Teil, da hat er bei Dr. Otto Octavius, hat er bei seinem Labor gearbeitet als Wissenschaftler. Aber der Kerl hat sich dann am Ende als Doc Ock entpuppt. Ganz am Ende wurde er halt der Spider-Man-Gegner, gegen den wir kämpfen mussten. Und als der eingebuchtet wurde, hat ja Peter da nicht mehr arbeiten können. Und jetzt sucht er eine neue Arbeit. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Jo, der hat ein Captain America-Schild als Frisbee. Nach oben wischen, um die Kamera auszurüsten. Okay, wir müssen irgendwie ein Foto machen. Foto schießen. Muss ich jetzt ein Foto von denen machen? Mach ein Foto von einer Story aus New York City, um es Robbie zu verkaufen. Das wird die Story? Warte mal, wie schieße ich das Foto? Ah, mit R1, warte mal, wenn das in der Luft ist. So, jetzt noch einsenden und... Peter, wie läuft's bei dir? Robbie, hi! Das soll eine Story sein? Ein bisschen unerwartet, aber ich wollte dir nur sagen, dass ich ein Foto bei euch eingeschickt habe. Wunderbar, damit können wir was anfangen. Ich muss zum Meeting, aber wenn du die New Yorker Atmosphäre noch irgendwo anders einfangen kannst, schick es her. Schön von dir zu hören. Gleichfalls, Robbie. Danke. Ja, da gibt es bestimmt andere Möglichkeiten, anstatt Leute, die einen Frisbee werfen. Du hast Distriktfortschritt erzielt, indem du in Little Odessa Verbrechen gestoppt und Aktivitäten abgeschlossen hast. Okay. Die Map ist größer, wie gesagt. Schauen wir mal ab. Okay, die Karte. Die Karte zeigt und verfolgt Aktivitäten in allen 14 Distrikten New Yorks. Mit deinem Fortschritt in der Story werden neue Aktivitäten freigeschaltet. Okay, in jedem Distrikt gibt es 3 Belohnungsstufen. Die 2. Belohnungsstufe erlaubt dir, Schnellreisen innerhalb dieses Distrikts zu nutzen. Da können wir dann die U-Bahn benutzen, oder? Also war es in vorherigen Spielen so, ich glaube hier ist es anders. Scrolle über einen Distrikt, um deinen Fortschritt zu verfolgen und sieh regelmäßig auf der Karte nach, um Gelegenheiten zu entdecken, wie du New York helfen kannst. Erkunde die Stadt, um Aktivitäten in der Nähe zu enthüllen und sie zu deiner Karte hinzuzufügen. Okay, hier sollten wir hin. Foto-OP. Gehen wir mal hin. Wir haben es markiert. Dahin ist es. Lokalisieren. Erkunde die Stadt, um Markus' Erinnerungen, Foto-Ops und Verbrechen und andere Aktivitäten zu finden. Bis jetzt haben wir halt diese Sandman-Kristalle, die wir finden können. Und jetzt die Fotos. Und generell Verbrechen. Hier gibt es ein Foto. Vielleicht ist es ja was... Warte mal, wir müssen da erstmal rein, damit wir die Karte... Ups, da können wir ja nicht mitten in die Leute kommen. Sorry, sorry. Kann ich jetzt die Kamera öffnen? Das ist doch kein gutes Foto, oder? Egal, wie machen. Er sagt, es ist perfekt. Meine Großmutter sprach immer davon. Sie ging jeden Sonntag über die Brücke, um das frischeste Gemüse der Stadt zu kaufen. Okay. Aber einmal kam sie zu spät und der Typ vor ihr kaufte alle Tomaten. So lernte sie meinen Opa kennen. Weil er die Tomaten gekauft hat, okay.
Warte mal. Dann gehen wir noch das Foto hier machen als Abschluss dieser Folge. Schauen wir mal. Die wollen ein cooles Foto machen. Die wollen, ich gehe mal hier hin. Ey, die sehen lustig aus. Die haben Katzenkostüme. Gehen wir auf den Baum. Nein, nein, nein. Ich wollte auf den Baum. Ich kann mich leider nicht unsichtbar machen. Ja, so. Das sieht gut aus. Kamera öffnen. Kann ich zoomen? Kann ich nicht. Egal, wir machen ein Foto von denen. Schlecht. Spidey-Katzen. Okay, Freunde. Kriegen wir wieder einen Anruf vom Kerl oder nicht? Okay, wir haben keinen Anruf bekommen. Doch, doch, doch. Da kommt der Bodega-Beef. Anfangs war es nur ein Streit, David gegen Goliath. Aber dann erfuhr Theo, dass das Maskottchen von der Bodega seinem eigenen ungewöhnlich ähnlich sah. Offenbar, um an seinem Erfolg teilzuhaben. Theo ist ausgeflippt. Okay. Was ist das? Mein Anzug ist überall voller... Kriminelle haben überall in der Stadt Technikteile versteckt. Finde sie und nimm sie den Kriminellen ab. Ich sollte mich lieber mal umziehen. Oh, Anzug voller Sand. Hol dir den Ersatzanzug. Ja, das wollte ich schauen, Freunde. Welche Anzüge gibt es denn hier? Wo kann ich das sehen? Komm. Anzüge? Anzüge, wo sind die Anzüge? Sammlung? Nein. Hä? Nein, nein, nein. Karte? Geräte? Fertigkeiten? Nein, nicht bei Fertigkeiten. Oh nein, ich will das doch noch diese Folge anschauen, bitte. Das ist nicht hier. Oh Mann, wo kann ich die... Wo kann ich meinen Anzug ändern? Ich bin so lost. Okay, einen Einbruch gibt es irgendwo. Freunde, wir machen hier nächste Folge weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also normalerweise hat man immer hier einen Anzug geändert. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich werde es noch herausfinden. Schauen wir mal. Und ja, Freunde. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Es wird bestimmt spannend. Und ich bin gespannt, was für coole Anzüge es in dem Skin, in dem Spiel gibt. Es gibt immer richtig coole Anzüge in den Spider-Man-Spielen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Lasst gerne einen Kommentar und Like da. Danke, dass ihr da wart. Bye, Freunde. Bis zum nächsten Mal.